Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Steppenbach im LS19 am Sonntagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ich bin hier gerade auf das wunderschöne Feldstück Wiese 77 rübergefahren und bin dann auch schon gleich wieder dabei, die restliche gemähte Luzerne zu schwaben. Da werden wir heute wahrscheinlich noch ein Viertel von der Folge, würde ich mal sagen, dran sein. Währenddessen ist natürlich auch der Tucano wieder fleißig am Arbeiten vom Dreschen des Feldes Nummer 13, was wir natürlich auch als Lohnauftrag bekommen haben. Das heißt, ich glaube, das ist das letzte Feld, ne? 13? Doch, müsste das letzte Feld sein. Das heißt, wir können heute entweder in der ersten oder in der zweiten Folge dann abkassieren. Also das Geld von allen Missionen, die wo man jetzt von allen Dresch-Missionen so kann man dann das Geld einnehmen und sind dann wieder um 10.000, glaube ich, sowas knapp reicher oder 13, irgendwie sowas war's. So, mal ein bisschen Radio an, es ist nicht ganz so eintönig, man hört noch ein bisschen andere Klänge hier. So, mal gucken. Na, das ganz hinten habe ich nicht so ganz unangenehm gerade. Ganz so müde gekriegt. So, jetzt passt die Sache aber wieder. So. Ich will doch nur meine Flasche aufmachen, ich muss die ganze Zeit gegensteuern. So. Und ja Leute, heute mal keine Red Bull. Wieder so ein ganz normaler Eistee aus der Glasflasche. Warte mal. Ja, ich muss packen. Doch. Ich muss mal den Getränkehalter von meiner Seitenkonsole mal montieren, dann kann ich das Teil da reinstellen. Da fahren wir nochmal einmal hoch. Und dann passt die Sache eigentlich. So. Da werde ich aber das. Ja, ich nehme das untere mit. Dann sieht es schön aus. So. Passt und dann geht's hoch da. Genau, das. So. Wollte ich eigentlich vorhin schon sagen. Aber habe ich irgendwie vergessen. Und zwar, ja, ich habe mich dazu entschieden, es kommen heute die zwei Folgen, also so wie am Samstag gestern. Weil. Es ist gerade 10 und ich habe heute noch ein bisschen was anderes vor und es würde jetzt sowieso schon eine Stunde drauf gehen für Video aufnehmen und Videoschnitt, was ich natürlich gerne mache, also um Gottes Willen, ich sage jetzt nicht, oh, ich muss mich da ranhocken, wobei ich viel lieber was anderes machen würde. Neben mir macht das Projekt Spaß, ich mag für euch gerne aufnehmen, es macht mir richtig Bock und ja, ich bin dazu nichts gezwungen und ich schaue für mich selber, dass ich halt einfach den Zeitplan einhalte und sage, timer die Zeit einfach ein und sage, ja, von da und da, die Zeit habe ich, wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Freunden treffen oder so, sage ich so, muss ich mal gucken. Freunden treffen natürlich geht voran, aber jetzt dazu, wenn man sich jetzt zum Beispiel abends treffen, um was einmal um normal zu sagen oder so, sage ich, ja, ich komme dann um die oder die Zeit, weil ich will das hier noch aufnehmen und da ist ja beides wichtig und da versuche ich dann, dass beides klappt. So, können wir hier wieder drehen. Dann fahren wir noch einmal runter, weil das Vorgewende will ich auch nochmal machen. Oder wenn man dazu Vorgewende sagen kann. Doch, man kann schon eigentlich Vorgewende sagen. Aber ich möchte eben gerne hier ein bisschen mehr Platz haben. Und ja, Leute, ihr könnt euch auf was freuen, was demnächst kommen wird. Ich weiß nicht wann, aber ich schätze mal so zu Weihnachten. Und zwar, ich sage es euch jetzt schon mal im Voraus, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es klappt. Da, wenn es dann soweit ist, gebe ich euch dann noch weitere Informationen. Aber ich kann nur mal so wie sagen, es wird ein Merch geben. Also es wird ein Merch Shop kommen, wo ihr euch Hoodies, T-Shirts, Mützen, was auch immer, euch kaufen könnt.
voraussichtlich wird es wahrscheinlich nur so sein, dass ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, oder E-Mail schreiben wollt, genau, E-Mail schreiben werdet, damit, wenn ihr ein Teil haben wollt, weil da muss ich mich noch genau damit auseinandersetzen, wie ich das machen und wie ich da die Kooperation mit dem Bekleidungshersteller, so, ich glaube, so kann man es sagen, wie ich das da machen werde. Auf jeden Fall, ich werde mal gucken, ob ich mir da eine eigene Webseite dazu erstelle, wo ihr dann das draufklicken könnt und so weiter. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis Weihnachten sind wir noch, wir haben jetzt heute den 19. Das heißt, es sind noch, ja, 2 Monate und 5 Tage. Oder? Warte mal, wir haben jetzt den 9. Nee, das sind es noch. Doch, das passt. Das heißt, es sind noch 2 Monate und 5 Tage. Ja, ja, müsste richtig. Hoppala. So. Müsste richtig sein. Und bis dahin, glaube ich, kann ich schon das eine oder andere noch auf die Beine stellen. Aber ja, wenn es soweit ist, gebe ich euch Bescheid und da wird dann auch unten in der Videobeschreibung ein Link zu, dazu sein und alles Mögliche. Was ich auf jeden Fall da schon mal geplant habe, also es wird das Logo von meinem oder das YouTube Banner, was eben jetzt mein, was sagt man denn dazu, mein YouTube Profil Banner wird auf jeden Fall ein Aufdruck werden. Ich muss mal gucken, wie ich es denn zusammenbringe, rund oder eckig. Ich wäre zwar, glaube ich, eher für rund. Aber muss ich mal genau gucken, wie sich das umsetzen lässt. Und dann natürlich auch noch mit natürlich Landwirtschaft Simulator zusammen oder mit Science. Und ja, aber das steht bis jetzt noch alles ein bisschen in den Sternen. Ich muss da erstmal gucken, wie ich das Ganze regle. Und ja, das schon mal vorab, damit ihr euch da mal schon ein bisschen auf was einstellen könnt, was die nächste Zeit da kommt und was denn bei mir so in Planung ist. So, was, ich sehe wieder nichts, jetzt sehe ich wieder was. So, ich glaube, dann ist thementechnisch alles abgehakt. Oh Gott, ja, der Ducano ist schon seit einer halben Stunde dran. Der Kollege braucht abtanken. Warte, ich dachte, er ist fertig, aber nee, braucht abtanken, gut. So, der Steuer steht ja schon hier. Nur scheinbar ab, stimmt, wir haben scheinbar abgetankt. Genau, da war doch was. Dran denken mit so in die Mitte, damit es passen. Oh ja, passt perfekt. Inzwischen kann ich noch ein bisschen was trinken und natürlich dann gucken, dass ich, wenn der, hoppala, vordere Anhänger voll ist, dann ein Stückchen vorfahre, so dass er nicht wegfährt, sondern dass ich da drin gleich entladen kann in den zweiten dann. Wartet er? Nee, komm. Oh. Ja gut, ist erwischt. Ist ja nicht mehr viel, ist noch eine Bahn. Und da hat er das auch. So, vorne machen wir natürlich die Plane drauf. Und dann parke ich den ja schon hier. Passt. Warte mal. Wo habe ich jetzt meinen Deckel hingeschmissen? Ah, da hinten, hinter der Tastatur flackt das. So. Und das wieder drauf hier. Ja, nee. Seedmaster läuft noch, wunderbar. Da sind wir auch. Schade, der Motor ist aus, aber man kennt's ja. Also, weiter geht's. Das heißt, wir werden jetzt dann gleich zum Pressen beginnen. Und danach natürlich die übliche Routine, Ballen wickeln. Und dann das Zeug wegmachen. Verschärfen. Aber ich habe vorgehabt, dieses Mal mal so gucken, wie viel denn so ein Ballen beim Ballenverkauf bei der Scheune bringt. Ich sage noch vom 17. her Ballenverkauf, weil man damit einmal auf der NF Marsch und natürlich auf der Stappenbach was tatsächlich auch mit Silageballen richtig gut auch Kohle reingeholt hat. Ich muss mal gucken, also wenn es für einen Ballen wie damals, ich glaube,
gab's damals denn nochmal? Gab's dann 2000 oder gar? Nee, 4000 da gab's nicht. Ich glaube 2600 oder irgendwie so. Irgendwie sowas um den Dreh gab's auf jeden Fall. Und ich muss da mal dann vergleichen, wie es da ist von dem Preis her von der PGA und dann den Preis pro Rollen, was man da kriegt. Ist natürlich so, da kriegen wir das Geld sofort und müssen nicht erst wieder warten. So. Passt. Ich sehe nichts. So. Das wird sich in einer Schwarz nicht ausgehen. Da müssen wir wahrscheinlich dann. Ja, doch, das hier unten geht sich aus, aber da oben bleibt dann noch ein bisschen mehr liegen. Ich muss sagen, wenn wir uns dann auch mal ein neues Feld noch wieder kaufen werden, dann wäre ich tatsächlich für das genau gegenüberliegende Feld hier, das ist die 79, weil die einfach bei uns relativ in der Nähe liegt oder gleich in unserem Umkreis. Und ich will natürlich ein bisschen in der Nähe bleiben und nicht ewig weite Verkehrswege haben, wo ich dann fahren muss. Aber so nebenbei, das Feld ist fertig, oder die Wiese ist fertig geschwadet. Wobei man eigentlich dazu nicht Wiese sagen kann, ne? Nee, weil Luzerne zählt eigentlich nicht zu den Graspflanzen oder zu Gras, sondern zählt dazu CCM. Oder? Sag mal CCM. Oh Leute. Stemmen und Mie, ich weiß es gar nicht mehr. Aber doch, müsste eigentlich. Ist es CCM? Ich glaube schon, ne? Doch müsste es sein. Ich weiß nicht genau, für was CCM steht. Müsste mich nochmal genau informieren. Ich hab's mal gewusst. In der Zwischenzeit habe ich schon mal wieder vergessen, ne? Kann ja mal passieren. So, warte mal, bevor ich jetzt hier voll heimdüse. Ich glaube, ich habe. Was heißt heimdüse? Ich bin schon daheim, aber gut. Ich glaube, ich habe alles geschwartet, ne? Also der 82 bin ich mir sicher, die 40, die haben wir alle und die 77 auch. Und die andere Wiese haben wir nicht. Ja, okay, wiesentechnisch könnten wir halt auch gucken, ne? Die 30. 102.000, die ist gar nicht so teuer. Und die 64. Gut, ne? Was ist das? Das gehört uns, gehört zum kleinen Silodon? Okay, oh mein, das habe ich gar nicht gewusst. Die Kosten sind. Ja gut. Ja, okay, es ist noch nicht groß, ne? Wir rutschen. So rutschen wir? Egal. Keine Fragen. Fragen. Braucht er waschen? Ja, kurz drüber leuchten. Ja, da klebt schon ein bisschen Staub dran. So, einmal abwaschen und danach wieder alles nochmal schön fetten. Und dann passt die Sache. So. Der Tucano gibt mir zwar keine Meldung, aber ich sehe da rechts, links oben, das dran steht, S Blocking. Schröder rennt auch schon wieder ganz wild rum. Ich glaube, der ist heiß auf sein Fresschen. Ich muss jetzt. Ne, warte mal. Wie drehe ich den hier am Bildschirm? Komme ich hier rum? Ohne dass ich hängen bleiben hinten? Oh, ging sogar. Wendig. Statt der Premium hier. Deswegen haben wir unser natürlich auch gekauft. So. Möglichst nicht gegen die Wand fahren. Ah, ich sehe nur Beton. So, jetzt sehe ich was. Und dann schieben wir das Teil da rein. Unser guter Vierkreisel. So. Ein bisschen schöner. So passt's. Dann machen wir. Oh, da steht bald Wagen. Dann machen wir und klemmen wir gleich uns die Presse hinter. So. Ah, da ist sogar noch ein bisschen Luzerne drin. Luzerne frisch. Ich komme hier nicht raus. Mache ich das denn jetzt ganz schnell? So. Gut, glaube ich, habe ein bisschen den Wender gestriffen. So, oh, das sieht aber auch nicht schlecht aus, gespannt. Premium und Krone. Big Pack hier. Okay. Oder klemmt noch ein bisschen den Ballen drin.
So, aber warte, wir bleiben hier mal hier stehen. Zack. Weil. Ach nee, der ist doch nicht. Oh. Ja, warte, Kollege. Das ist natürlich ungünstig, wenn ich ein Bäumchen gefunden habe. Ey, komm mit. Komm mit, komm wieder. So. Nein, da ist. Oh. Ha gut. War ein bisschen weggestanden, der Kollege, ne? Oh nein, der hat eine Schramme gekriegt. War man nicht. War, da war ein ganz anderer Lohndingschleister hier. Waren wir nicht. Nee, nee. So, warte mal. Können. So, da wollte ich wieder hin. Passt. Das heißt, dann düsen wir gleich mal rüber. Aber ich werde tatsächlich mit den. Den ersten Ballen werde ich von der Luzerne machen, weil da noch ein bisschen Luzerne drin ist und die Luzerne bringt ein bisschen weniger als wie Gras, soweit ich weiß. Stimmt, da war was. Wir wollten genau. Wir wollten doch. Ich glaube, es war so, wir wollten noch das Gruppen rumfliegen. Ich weiß nicht, wie man das wegbekommt, aber ich glaube, Hoppe Gruppen reicht. Okay, 10 km/h geht eigentlich. War jetzt, genau. Wir wollten das umgruppern oder halt die Luzerne wegmachen und da Gras ansehen. Weil wir haben doch gesehen, dass dieses. Was war das denn gleich nochmal? Im 17er gab es das auch schon. Dass man Gras dreschen konnte. Warte mal, kurz noch nachgucken. Da, Ackergras. Weil 1000 Liter schon mal schöne 1141 Euro. Gerade ein bisschen am Sinken sind, aber gut. Das gibt gut Kohle, ne? Also, wenn man sich jetzt mal hier anguckt, Luzerne Silage gibt jetzt bei der BGA sogar ein bisschen weniger, 253 Euro nur. Da ist schon ein bisschen Unterschied. Wie gibt es eigentlich die momentane Silage an sich? Bei der BGA 360. Das ist auch nicht so der wirklich gute Preis, ne? 360 Euro. Also ich glaube auf der Gemeinde Rade haben wir einen Preis von 600 Euro? Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Also, weil, ihr habt es ja gesehen, wir haben da mit der ganzen RWRP, wir haben viel gehäckselt. Das war schon. Oh, sorry. Das war schon ein bisschen Silage, die wo wir da rumliegen hatten. Die hat uns dann auch 1 Million gebracht, aber. So viel bringen wir hier auf der Shoppen noch nie im Leben zusammen, weil wir haben die Größen von den Feldern gar nicht. Und. Der funktioniert nicht, ne? Also. Bringen höchstens, wenn wir jetzt alles angesiedelt, wir haben jetzt alle Felder mit Mais bestellt. Ich würde mal sagen, wir kriegen. Ich würde sagen 500.000 Liter. Ja, aber Mille kriegen wir glaube ich zusammen. Weil wir haben ja das neue Feld Nummer 81 und das hat ungefähr die Größe von der 85. 85 allein waren glaube ich so 250.000 Liter. Und die 81 gleich ein bisschen kleiner, oder? Ja, die ist ein bisschen die ist kleiner. Ja, dann schwierig, schwierig, schwierig. Dann wären wir wahrscheinlich. Ja, ich sag, ich bleib mal bei 1 Million, bei 1/2 Mille. 1 Million, ja genau. Bei 1/2 Mille werde ich mal bleiben. Viel weiter will ich nicht gehen, ich würde eher sagen unter, weil ja, wie gesagt, für 81 ist kleiner und jo, meine These, ne? So, jetzt ist aber der Tucano fertig, ich weiß gar nicht wie lange schon. So, fertig. Warte. Ah, egal. Ach, ich wurde leider schon so viel weggemacht. Ich drücke gerne mal nochmal einstellen, weil dann macht der Motor nochmal an. Muss ich selber nicht anmachen, aber
Ich war da schon mal ein bisschen zu schnell und habe die Kurve schon weggemacht. So, bremsen. So, wir gucken jetzt diesmal genau, wo das Teil hin muss. Zu der Lagerhalle. Da waren wir doch schon mal. Ach nee. Oh Leute, wieso tut ihr mir das denn an? Die letzte Mission. Was haben wir denn hier noch stehen? Ach, das haben wir auch noch, ne? Stimmt, da war was. Aber haben wir nur ein Schiebeschild gehabt? Wir hatten doch hinten diese Walze auch. War ich der Meinung. Gut, egal. Also. Alter, das sieht aus. Meine Güte. Alter, nach dieser Aktion braucht er erstmal komplett durch. Eine komplette Wartung. Wir fahren jetzt einfach mal hier ein bisschen durch die Walachei, durch den Buschen durch. Ab durch die Hecke hier. So. Zack, da ist das Schlagwerk attached. Der Drescher ist zusammengeklappt. Ich werde Steier. Nee, komm. Ich wollte gerade sagen, nochmal mit Vollum hinterherfahren lassen, aber es ist das letzte Feld. Da fahren wir den, die Fahrzeuge Ehrenwert persönlich nach Hause. Oder zurück zum Hof. So, Auto kommt nichts. Ich fahre jetzt ganz dreist einfach mal mitten vorne durch. Fahre nicht über den normalen Feldausgang, sondern einfach mal mitten durch. Hab das Schild vielleicht mitgenommen, aber ich glaube, es steht noch. Meißen oder stehen hier ziemlich viele Straßenpfosten? Also im relativ kurzen Abstand. Also in Villa sind die ein bisschen weiter auseinander. Ja, aber gut. Oh, da hinten ist unser neuer wunderschöner Schweinestall. Mal hoch hier. Ah, da kann ich mich gleich vorhin rückwärts reinzuschieben. Aber wir haben jetzt die Taktik, nicht vorwärts rein von dem letzten Mal, sondern einfach jeden Anhänger einzeln. Und hoffentlich erreicht nur der vordere, weil dann können wir den hinteren einmal bei uns ins Lager kippen. Und gut ist, weil wir müssen eh zum Hof. Das heißt, das wäre schon relativ angenehm. So. Fahren wir da gleich mal vor den Kehrer hin. Halten. So. Ah, Hilfe. Alter. Der Teil sieht aus, das glaubst du nicht. Eieieiei. So. Aber was ich tatsächlich mal machen möchte, ich möchte wieder sehen nach einem schönen Class Lexion Mod umsehen, einem kleineren. Wenn ihr natürlich schöne wisst, gerne in die Kommentare damit. Dann kann ich mir das angucken. So. Weil ja, momentan bin ich schon noch mit dem zufrieden, aber wenn wir dann mal ein bisschen. Hoppala, weiter geht's nicht, okay. Wenn wir dann mal ein bisschen größer werden, dann würde ich schon gerne auch noch ein bisschen einen größeren Drescher kaufen. So, aber bis dahin wird wahrscheinlich der, den wir jetzt momentan hier haben, nicht mehr viel bringen. Und momentan hat er jetzt 5,8 Stunden drauf, was schon eine gute Menge mehr lässt, ich sage so. Na, 6,5 schon. So. Fahren wir das gute Stück mal reparieren. So. Passt, ich glaube, kann man so stehen lassen. Einmal Drescher repariert, ja. Einmal der Schneidwerk repariert, ja. Okay, passt. Hat nochmal, ja, knapp einen Tausender gekostet. Aber dafür ist alles wieder auf den Vordermann gebracht, alles nachgefettet, alles nachgeschmiert. Und es können keine höheren Ertragsschäden oder Schäden am Schneidwerk oder am Drescher entstehen. So, auch da sind wir ein bisschen gegengefahren. Eigentlich müssen wir da eigentlich nicht sein, weil die Wartung, die machen wir so wie es aussieht, wahrscheinlich selber. Und müssen eigentlich keine Mechaniker zahlen, wo das für uns macht. Aber gut. So. Ja, so passt. Handbremse drin.
Motor aus, Rundumlichte aus. Wunderbar. Dann machen wir das die Türchen zu. Ich entlaufe hier. Und da setze zu. Und dann kann man auf den nächsten Auftrag warten. Ich wollte jetzt gerade nochmal gucken. 83% passt. Ansonsten gibt es irgendwelche neue Missionen, die wohl schmackhaft wären. Nee, nicht so wirklich. Gut, da, na, wo ist unser Steuer? Nee, da. Zum Erpressen kommen wir heute auch nicht mehr, aber das Fahren der oder Wegfahren der des Weiz, der Gerste, hoppala, sorry. Der Gerste seht ihr dann in der Mittagsfolge, denn wir sind für heute auch schon fertig wieder, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann heute Mittag zu einer weiteren Folge auf der Stabenbach. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.